Neue Saison, was sind deine Erwartungen als Präsident an die Saison? Erstens habe ich das Rekord der 11 Jahre im Präsidium erreicht. Jetzt habe ich nichts mehr zu fürchten. Zweitens, wir haben die schwierigste Saison immer vor uns. Nicht nur Nationalmeisterschaft und Schweizer Pokal, aber auch Champions League und Spengler Cup. Und die zwei werden große Herausforderungen sein. Wir wollen natürlich gut figurieren in diesen zwei neuen Herausforderungen. Wir wollen zurück zu den schönen alten Zeiten, wo wir Europameister waren. Das waren wir schon 1999 und 2000. Und es wird natürlich auch eine sehr schwierige Saison sein, weil gleichzeitig die Bauarbeiten der Valascha in der ernsthaften Phase jetzt geraten und man muss wirklich wöchentlich diese Baustelle besichtigen und unter Kontrolle halten. Eben, du sprichst es an. Ich denke, es ist wirklich eine historische Saison, eine Saison, die es so noch nie gab, eben mit Internationalität, mit Stadion etc. Was ist das für den Club aus administrativer, finanzieller Sicht für eine Herausforderung? Es ist eine große sportliche Herausforderung, aber wir haben das beste Staff, das man haben kann, mit Duca Cereda und alle Mitarbeitenden und eine sehr motivierte Mannschaft. Also das ist, was das Sportliche betrifft. Im Büro haben wir jetzt, glaube ich, alle richtigen Leute am richtigen Ort und wir haben auch eine Mannschaft, die die Backoffice-Arbeit leisten kann, damit wir auch diese große Herausforderung meistern können. Aber es wird eine sehr harte Zeit, also man muss sich warm anziehen. Wie können die Fans unterstützen diese Saison? Das Beste, das die Fans machen können, ist kommen. Die Valascha muss immer voll sein. Es muss ein Genuss sein, die letzten Saison in der Valascha zu erleben mit diesen großen europäischen Erwartungen. Die Fans werden sicherlich aus Davos stürmen während der Spengler Cup. Und Saisonkarte bitte, Merchandising kauft bitte alle schönen Sachen, die wir vorschlagen werden in unserem Shop und auch online. Und natürlich, wir werden noch einen Aufruf machen, weil die Kapitalerhöhung, die vor 2 Jahren beschlossen worden ist, noch nicht abgeschlossen. Da werden wir noch für Aktienverkauf schauen. Jetzt Stadion Neubau, da gab es ein bisschen Polemik diese Woche. Kannst du kurz sagen, wie der Stand im Moment ist? Wie ist man im Zeitplan? Es gibt keine Polemik, es gibt nur Journalisten, die den Sommerloch irgendwie füllen müssen. Nein, wir haben angefangen. Festlich am 22. Dezember, faktisch mit dem Aushub in April. Jetzt ist alles bereit. Die Baufirma, es ist ein anderes Konsortium als derjenige, der den Aushub gemacht hat. Der Konsortium für den Bau hat die Maschinen jetzt positioniert. Die arbeiten bereits. Natürlich gibt es jetzt 2 Wochen Pause, aber danach wird Vollgas gegeben. Wir haben die Abmachung getroffen, einen Kompromiss mit diesem Konsortium, was die Kosten anbelangt, weil es gab noch ein paar Diskussionen und wir haben auch mit den letzten Banken die letzten formellen Verträge abgeschlossen. Früher hatten wir Letter of Intent, jetzt haben wir unterschriebene Verträge, also wir gehen weiter ohne Polemik. Also sportlich und administrativ alles auf grün oder gibt es irgendwo noch gelbe Ampeln im Moment? Die gelbe Ampel ist permanent, ist das Geld. Das Geld fehlt immer in der Kasse. Wir müssen suchen, wir brauchen Gönner. Ich bin froh, dass eine neue Gönnergruppe am Gotthard für die innere Schweiz gegründet worden ist. Sehr gut. Wir brauchen nicht nur Zuschauer an die Spiele, das ist das Fundamentalste. Wir brauchen auch Gönner, die uns ein bisschen unterstützen, das ist klar. Okay, besten Dank und viel Erfolg in deiner 11. Saison als HCAP-Präsident. Dankeschön. Bitteschön und alles Gute unseren deutsch-schweizer Freunden.